Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich happy, die Kochsendung der AMC. Heute machen wir einen auf Weihnachtsmarkt, denn die haben alle zu und wir haben uns überlegt, was könnte man denn zu Weihnachten Schönes zeigen. Und da wir so viele tolle Hauptgerichte schon gemacht haben und ich denke, ihr seid voll mit Inspiration, dachten wir, wir machen etwas, das wir noch nie gemacht haben. Und zwar, zwei Sachen, die es bei jedem Weihnachtsmarkt gibt, die jeder von euch schon mal probiert hat. Und zwar einen Glühwein, einen selbstgemachten und Schmalzgebäck. Ich wollte eigentlich nur Schmalzgebäck machen, aber Ella hatte Bock heute auf Glühwein. Da sagte sie, dann filmen den Glühwein auch mit ab. Und deswegen kriegt ihr heute sogar zwei Sachen von uns. Von der Zubereitung her ist es so simpel. Also ich verspreche euch, es ist genial und es schmeckt viel, viel besser natürlich, wenn ihr es selbst gemacht habt. Folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Eigentlich nur eine große Pfanne, ja? Da wo wir nachher das Schmalzgebäck drin backen werden. Also ihr braucht schön viel Fläche im Endeffekt. Ihr könntet auch euren ovalen Bräter zum Beispiel nehmen, das würde auch gut funktionieren. Hier habe ich noch eine Sauteuse, aber da könnt ihr auch einen kleinen Topf nehmen zum Beispiel, das wäre kein Problem. Für den Glühwein werde ich einen Samovar nehmen, da komme ich aber später nochmal zu. Alternativ könnt ihr auch einen größeren Topf einfach nehmen, das funktioniert auch. So, wir brauchen folgende Lebensmittel. Schmalzgebäck habe ich hier. 500 Gramm Mehl, dann ca. 80 Gramm Butter habe ich hier, 20 Gramm Trockenhefe, 2 Popo frische Eier, 80 Gramm Zucker, eine Prise Salz, die Schale von einer Bio-Zitrone und ein Päckchen Vanillezucker habe ich hier. Und Öl brauchen wir natürlich auch zum Ausbacken. So, für den Glühwein, da könnt ihr eigentlich variieren, wie ihr wollt. Ich werde euch so ein bisschen was sagen, so ein bisschen Leitplanken geben, wie ihr es machen könnt, aber eigentlich könnt ihr reinmachen, was ihr wollt. Ich habe hier 2 Flaschen Wein. Eine für mich, eine für Ella. Ja? Dann kommt da Zimt noch rein, eine Vanilleschote, Sternanis habe ich hier, Piment habe ich hier, eine Orange kommt da rein und Zucker. Und da könnt ihr variieren, wie ihr wollt. Ja? So, wir fangen an, zwar mit dem Schmalzgebäck. Als allererstes müssen wir den Teig machen. Hier habe ich 250 Milliliter Milch und da werde ich die Trockenhefe jetzt einmal drin auslösen, alles in die Küchenmaschine geben und die Küchenmaschine die Arbeit machen lassen. Der Teig ist jetzt fertig und sollte so circa eine halbe Stunde lang ruhen, damit er ein bisschen aufgehen kann. Nachher unsere Schmalzküchlein so schön fluffig werden. Und ich weiß genau, was wir in dieser halben Stunde machen. Glühwein. So, bevor ihr mit den Kommentaren anfängt. Ich weiß, ein Samovar ist eigentlich nicht für Glühwein gedacht. Ja? Ein Tee ist ein sehr feines Getränk. Man könnte nachher vielleicht einen kleinen Unterschied merken. Ich sag euch ganz ehrlich, mir ist egal, weil ich habe das Ding genau dafür. Ja? Ich möchte flexibel sein, ich möchte Tee, ich möchte Kaffee machen, ich möchte einen Glühwein machen zu Weihnachten. Und du kannst super verschiedene Sachen machen. Und das Ding ist komplett aus Edelstahl. Also wir haben keine Heizspirale irgendwie, wo sich das ablagern könnte, sondern den kannst du richtig heiß sauber machen. Deswegen ist das kein Problem für mich. Wir werden uns einfach alle Sachen reingeben und das ist wirklich simpel. Das ist Wein mit den Gewürzen, ein bisschen Orange mit dazu. Zucker könnt ihr nach Belieben machen und dann haut ihr das Ding an, lasst es ein bisschen köcheln und dann war es das schon. Und das machen wir jetzt zusammen.
So, das Ganze müsst ihr dünn ausrollen. Also ihr braucht auch ein bisschen Platz. Das ist auf jeden Fall eine riesen Portion, also für die Feiertage, damit auch jeder wirklich was bekommt. Sonst, wenn ihr es nur so macht, aber macht man das nur so? Man macht es nur zu den Feiertagen, ne? Deswegen ändert nichts an der Portion. Genau so muss es sein. Verschenkt es, wenn was übrig bleibt, da freut sich jeder drüber. So, circa 1 cm dick soll das Ganze sein. Und dann schneiden wir uns das in kleine Würfel. So müsste es perfekt sein. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um uns die Pfanne mit dem Öl heiß zu machen. Ich habe mir hier extra eine Riesenpfanne hingestellt. Das ist eine 32er. Ihr könnt natürlich auch eine andere Pfanne nehmen. Da müsst ihr halt öfters backen. Oder einen Wok könnt ihr nehmen. Also überall, wo ihr wirklich eine große Bratfläche habt. So, ich gebe mir jetzt Öl rein und mache nicht auf volle Pulle heiß. Ja? Weil Öl sollte nicht zu heiß werden, damit kein Acrylanid entsteht. Ich mache bei Induktion so auf Stufe 8, auf Stufe 7 und dann einfach bis zum Fleisch aufheizen. Also wir versuchen das mit Ella hier zusammen zu machen. Ich bin ehrlich, es sieht grottenhässlich aus. Aber ich glaube, so muss das ungefähr aussehen. Nachher, wenn die frittiert sind, dann sieht das sowieso schön aus. Also so circa 2 cm mal 2 cm Würfel. Ja? Und ja, Pfanne braucht noch ein bisschen, ich mache weiter. Der Pieper ruft, wir können ihn abnehmen. Hier schalte ich runter auf kleinere Stufe, so auf 4 oder auf 3. Und jetzt können wir schon loslegen. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also wir haben uns ein bisschen gebettelt mit Ella, haben viel gelacht. Es ist super simpel, aber halt ein bisschen Fisselarbeit. Ne? Und wichtig ist einfach nur, dass sie immer wieder nachmehlt, sodass sie nicht zusammenkleben und dass hier viel Liebe reinsteckt. Mehr müsst ihr gar nicht beachten. So, jetzt geben wir uns die ersten rein. So, die letzten können wir jetzt auch rausnehmen. Mega einfach, ist natürlich ein bisschen Fisselarbeit, aber vom Prinzip her sehr, sehr einfach und die schmecken fantastisch, also wirklich nach Weihnachtsmarkt. Ich war so frech und habe mir auch schon einen schönen Glühwein genehmigt, also mit einem Schuss, der ist einfach unglaublich lecker und nicht so süß wie auf dem Weihnachtsmarkt. Also macht es unbedingt nach, wir werden jetzt anrichten und dann probieren wir zusammen. Mega lecker. Also ihr kennt mich, ich stöhne jedes Mal, wenn ich probiere, aber die sind so fluffig, richtig, richtig lecker. Und wenn wir schon nicht zum Weihnachtsmarkt können, dann können wir selber zu Hause die Dinger machen. Einfach mega lecker, unkompliziert, einfach und schnell. Ja? So, den Glühwein muss ich natürlich auch probieren. Ohne Schuss geht bei mir nichts. Machen wir ein bisschen was rein. So. Ah, Weihnachtsmarkt pur. Also mir ist er auf dem Weihnachtsmarkt oft zu süß und hier ist er genau richtig. Und das ist das Schöne, ihr könnt es selber steuern, könnt selber entscheiden, welche Gewürze ihr reinmacht, wie viel Zucker ihr reinhaben wollt. Also wirklich, wirklich mega lecker. So, meine Lieben, ihr kennt den Spaß, ja? Vergesst uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr unsere Videos feiert. Besucht uns unbedingt mal auf unsere Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram. Gerade bei Facebook, da haben wir eine Gruppe, die heißt Koch dich happy, AMC Rezepte zum Nachkochen. Da habt ihr so circa 5.500 Gleichgesinnte. Da habt ihr ganz viele Videos, Posts von uns, aber auch von den anderen. Könnt euch ein bisschen inspirieren lassen von verschiedenen Gerichten. Auch Instagram lohnt sich, da seht ihr öfters so einen Blick hinter die Kulissen. Da machen wir öfters Umfragen, was wir als nächstes kochen sollen und seht unsere blöde Laien, ja? So, das Wichtigste ist aber unsere Rezepte-Community, kochen mit amc.info. Das ist so die geballte Ladung AMC. Da habt ihr über 20.000 Mitglieder. Da habt ihr alle Gerichte mit Step-für-Step-Anleitungen, mit Videos drin. Da könnt ihr auch selber Sachen zum Beispiel reinstellen. Also guckt da auf jeden Fall vorbei. Holt euch auch die kostenlose App im Play und im App Store. Die heißt auch Koch dich happy. So, eine Sache ist noch wichtig.
Das Beste kommt zum Schluss. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich habe es am Anfang nicht gesagt, das Video wird am 24. ausgestrahlt. Es war ein verrücktes Jahr für uns alle, aber trotzdem ein tolles Jahr. Wir haben viel erlebt, viele tolle Gerichte ausprobiert und mit euch geteilt. Und freut euch auf jeden Fall auf Silvester. Wir werden euch Sachen verkünden, die werden euch umhauen. Also es geht weiter, wir werden aufs nächste Level gehen und lasst euch auf jeden Fall überraschen. So, wir sehen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr, meine Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.